Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Michael Chandler hat das Gefühl, dass wenn Khabib Nurmagomedov zurückkommt, der UFC Leichtgewichts-Champion nicht zurückkommen wird, um gegen ihn zu kämpfen. Aber wenn er die Chance bekommen sollte, einen solchen Showdown gegen Khabib zu haben, verspricht Chandler, dass er als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen wird. Und Leute, in diesem Video möchte ich mit euch über das UFC-Debüt von Michael Chandler sprechen, was das für eine unglaubliche Performance war, und natürlich an die Ansage von Michael Chandler gegen Khabib Nurmagomedov. Der ehemalige dreimalige Bellator-Leichtgewichts-Champion und das langjährige Gesicht dieser Promotion gab sein mit Spannung erwartetes UFC-Debüt im Co-Hauptkampf von UFC 257. Als er Dan Hooker, den strammen UFC-Veteran, in weniger als 3 Minuten ausnockte und sich somit seinen 6. Platz in der UFC-Leichtgewichts-Rangliste sicherte oder vielleicht sogar Tony Ferguson überholt, wir werden es bald sehen. Mit einer so beeindruckenden Leistung wie der von Chandler, die UFC-Präsident Dana White als das vielleicht beste UFC-Debüt in der Geschichte bezeichnete, ist er nun nicht nur ein legitimer Herausforderer in der 155-Pfund-Division der UFC, sondern auch ein möglicher Name für den nächsten Titelkampf. Während UFC Fight Island 7 am vergangenen Wochenende sagte White, dass Nurmagomedov eine Rückkehr in Betracht ziehen würde, wenn ihm ein Leichtgewichtskämpfer Main Event oder Co-Main Event von UFC 257 genug beeindruckt. Seitdem hat Nurmagomedov jedoch einem russischen Fernsehsender gesagt, dass er immer noch keinen Wunsch hat oder verspürt, zurückzukehren, und White bezweifelt nun, dass Nurmagomedov ins Oktagon zurückkehren wird, weil ihn einfach niemand beeindruckt hat. Er sagte gestern, er ist einfach zu viele Level über diesen Leuten. Chandler gibt zu, dass, sollte Nurmagomedov trotzdem zurückkommen, es wahrscheinlich nicht er wäre, an dem der Champ interessiert ist, da Chandler gerade erst in der UFC angekommen ist. Wenn sie jedoch kämpfen würden, verspricht Chandler, dass er derjenige wäre, der Nurmagomedovs perfekten MMA-Rekord ruinieren würde. Ich würde es lieben, wenn Khabib zurückkommen würde. Ich habe es verstanden. Ich habe mir das Recht noch nicht verdient. Dass er denkt, dass noch nicht eine Stufe über mir ist, was diese Leistung ist. Aber ich verspreche euch, dass ich diesen Mann schlagen kann. Ich verspreche dir, Khabib, wenn du mit mir ins Oktagon steigst, wirst du 29 zu Chandler und nicht 30 zu 0 sein. Sollte Nurmagomedov jedoch nicht zurückkehren, ist Chandler ein Name, der für einen vakanten Titel in Betracht gezogen wird, zusammen mit Dustin Poirier, der Conor McGregor bei der UFC 257 sehr, sehr dominant ausnockte, in der zweiten Runde auf jeden Fall, die erste gewann McGregor natürlich, sowie dem ehemaligen Interims-Champion Justin Gaethje und Charles Oliveira. White sagte auf seiner Pressekonferenz, dass Poirier gegen Chandler um einen vakanten Titelkampf am meisten Sinn macht, aber Poirier war damit gar nicht erst einverstanden. Poirier will Nate Diaz oder McGregor Rematch, oder natürlich für mich kommt sowieso Charles Oliveira in Frage. Dustin Poirier hat Justin Gaethje schon einmal geschlagen, natürlich wäre das Rematch auch nicht verkehrt, weil Justin Gaethje auf Platz 1 ist, aber Dustin Poirier gegen Charles Oliveira um den Titel macht momentan am meisten Sinn. Ansonsten Dustin Poirier gegen Khabib direkt das Rematch oder Dustin Poirier gegen McGregor Rematch ist natürlich ein Kampf, der nicht relevant für den Titel ist, aber sonst wäre Michael Chandler gegen Oliveira auch ein nicer Kampf, den ich sehr gerne sehen würde und mich sehr gerne interessieren würde, weil ja, Michael Chandler hat die Knockout-Power, Charles Oliveira hat auch krasses Wrestling und BJJ, und da sieht man dann, ob Oliveira Chandler auf den Boden bekommen würde und ob er ihn dann dominieren würde. Würde mich sehr interessieren, aber wie gesagt, lasst mich eure Meinung zu Michael Chandlers UFC-Debüt gerne in den Kommentaren hören, und was sagt ihr zu der Aussage von ihm gegen Khabib, dass er ihn finishen würde und dass er ihn besiegen würde, würde mich sehr interessieren. Ansonsten, Leute, bin ich raus. Bis zum nächsten Mal, euer NoTime MMA.